Sind wir schon in der nächsten Etappe. Wir haben jetzt Rom hinter uns gelassen, sind heute im nächsten Ziel gelandet oder im nächsten Land gelandet. Und zwar in Portugal, Lissabon genauer gesagt. Hier war ich letztes Jahr mit Patrick schon mal. Diesmal sind wir, Vivi nicht beide hier. Vivi geht da drüben auf der anderen Straßenseite. Und wir haben noch jemanden bei uns. Die werdet ihr sonst später auch noch mal sehen. Und zwar ist meine Cousine Laura auch mit dabei. Die hat sich nach ihrer Klausurenphase dafür entschieden, ein bisschen Urlaub zu machen und sich hier quasi dem Lissabon- oder Portugal-Trip mit anzuschließen. Und wir sind jetzt quasi nah beieinander, sag ich mal, in Lissabon gelandet. Laura ist 2 Stunden nach uns gelandet. Wir haben einfach am Flughafen auf sie gewartet und sind dann jetzt mit einem Uber zu unserer Airbnb-Unterkunft hier in der Stadt. Das war alles nicht so das Problem. Das ist hier mit Uber in Portugal oder Lissabon dann doch ein bisschen einfacher gewesen. Und von hier aus oder von der Unterkunft aus gehen wir jetzt nochmal in die Stadt. Und auf dem Rückweg nachher noch mal was einkaufen und schauen wir jetzt uns einfach noch ein bisschen die Innenstadt an. Und vielleicht suchen wir da noch mal ein Restaurant oder sowas. Also bis dann. Ciao. Unser Auszug in die Stadt, der hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben noch was zu essen gefunden im Restaurant und wir waren auch noch einkaufen. Hey. Jetzt sind wir quasi auf dem Fußweg zurück zur Unterkunft und haben hier den steileren Part in Lissabon erwischt und sind quasi jetzt immer durch Aufs und Ab durch Lissabon durchgelaufen. Aber nichtsdestotrotz, wir nehmen das einfach als ein bisschen Ausdauersport. Und sind jetzt, wie gesagt, auch gleich bei der Unterkunft, wo wir uns den restlichen Abend noch ein bisschen ausruhen werden. Dann planen wir die nächsten Tage so grob durch und schauen mal, was da sonst noch so anliegt. Also bis dahin. Ciao. Wir sind jetzt wieder hier in Lissabon unterwegs. Heute ist Sonntag und es ist alles ein bisschen ruhiger. Die Leute, die Einheimischen, nutzen die Zeit wohl für Ausflüge in die Parks und Picknick.
Und wir haben uns dafür entschieden, jetzt hier unten an der Hafenseite lang zu marschieren. Wir sind quasi auf dem Weg zu einer Art Food Market und sind mal gespannt, was uns da erwartet. Wir haben da ein bisschen was drüber gelesen und einfach uns gedacht, wir machen uns mal auf und schauen uns das Ganze an. Nutzen halt die Zeit auch, um uns hier rechts und links ein bisschen umzusehen. Haben vorhin auch schon am Hafen uns noch kurz hingesetzt. Da war ein Markt noch mit aufgebaut, lauter Ständen, haben da ein bisschen was uns angesehen. Und nun geht es hier quasi weiter. Es ist, wie man vielleicht auch im Hintergrund mal sieht, sehr beliebt, hier die Strecken mit dem Fahrrad oder mit einem Roller halt wahrzunehmen, da die Strecke hier sehr eben ist und gut ausgebaut. Wir spazieren hier jetzt erstmal den Weg, wir hatten uns aber schon mal darüber informiert und machen das vielleicht auch nochmal. Mal gucken und naja, schauen jetzt mal, was denn da noch so vor uns liegt. Bis später! Nachdem wir auf dem Street Food Market waren und dort sehr gesättigt jetzt wieder zurückgekommen sind. Wir haben dort quasi auch noch mal ein paar Stände angeschaut, hatten uns noch einen frischen Orangensaft erradelt. Und jetzt für den Rückweg, nachdem wir ja so von so vielen Rollernfahrern überholt wurden, haben wir uns entschieden, hier auch mal selber sowas auszuprobieren. Man kriegt mit so einem Promocode 30 Minuten freie Fahrt, das entspricht so 10 Euro. Und ja, das testen wir jetzt einfach mal. Ihr werdet dann wahrscheinlich gleich sehen, wie das ausgeht. Bis dann, ciao!
wir sind jetzt gerade auf der Castello di San Giorgio, quasi der Burg hier oben auf einem der höchsten Punkte von Lissabon. Und man zahlt jetzt zwar einen Eintritt, also muss sich halt, also man kann sich ein Ticket online vor Ort, online vorher holen oder halt vor Ort. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, einfach mal erstmal vorbeizuschauen, gucken, wie voll das ist. Wir standen jetzt vielleicht 5 bis 10 Minuten in so einer Warteschlange, dann zahlt man 10 Euro für normalen Erwachsenen, 5 Euro, wenn man unter 25 ist. Oder 8,50 Euro, glaube ich, wenn man über 65 ist. Das war für uns für den Preis jetzt aktuell in Ordnung. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, hierher zu kommen. Und jetzt genießen wir ein bisschen die Aussicht und wollten danach nochmal quer durch die Stadt. Haben noch ein paar Sachen, die wir heute angucken wollten. Sind noch ein bisschen in einem anderen Stadtteil unterwegs. Und dann haben wir jetzt auch mit den letzten Tagen so gut wie alles mal abgelaufen. Aber jetzt gibt es quasi für euch nochmal ein bisschen den Ausblick. Bis dann! Und genau, dann ging es weiter über den Platz San Pedro, hieß der, glaube ich, und haben uns da so ein bisschen umgeguckt und dann haben wir uns noch eine kleine Abkühlung gegönnt mit einem kühlen Getränk und sind jetzt hier an diesem Park bei der Avenue Liberté oder so ähnlich. Wird natürlich nicht so französisch ausgesprochen,
Genau, das ist echt nett hier. Hier werden gerade diese Wasserläufe sauber gemacht. Also hier wird schon auch Wert gelegt, dass es schön aussieht, was hier nicht überall der Fall ist in Lissabon. Und es ist echt ganz nett. Und genau, wir gehen jetzt so den Weg noch weiter lang und genießen den sonnigen Tag. Haben auch heute wieder Bombenwetter. So kann das weitergehen. Tschüss!